Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer heutigen digitalen Anlageforums, die Compliance-Richtlinien und das Wertpapierhandelsgesetz geben uns vor, Sie eindeutig und unmissverständlich darauf hinzuweisen, dass es sich beim heutigen digitalen Anlageforum um eine Veranstaltung mit werblichem Hintergrund handelt. Ebenso ist uns vorgegeben, Sie über Chancen und Risiken gleichermaßen bzw. gleichgewichtet zu informieren. Auch werden wir auf bestimmte Präsentationsfolien und während unserer Live-Vorführung Kontakt mit Aktien-Einzelwerten und mit Angaben über die Wertentwicklung haben. Deshalb erlauben Sie uns nachfolgenden ausführlichen Hinweis. Die Nennung von Aktien-Einzelwerten dient lediglich der Verdeutlichung von volkswirtschaftlichen Einflüssen auf die Kursentwicklung. Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die Inhalte dieser Präsentation stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie ersetzen weder die individuelle Anlagenberatung durch die Bank noch die individuelle qualifizierte Steuerberatung. Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung. Für Ihre persönliche und individuelle Geldanlage stehen Ihnen unsere Beraterinnen und Berater sowie unsere Spezialisten zur Verfügung. Durch das Programm unserer heutigen Veranstaltung wird Sie unser Vorstandsmitglied Thomas Lange führen. Normalerweise begrüßen wir Sie zu diesen Veranstaltungen gern persönlich. Doch heuer ist alles anders. Und was ist in diesem Jahr schon normal? Die Pandemie und der darauffolgende Lockdown hat unser aller Leben massiv tangiert. Sei es wirtschaftlich, manchen sogar gesundheitlich oder sozial. Ich hoffe, Sie sind sehr gut durch diese bewegte Zeit gekommen und in der Zukunft, dass das so bleibt. Auch an den Finanzmärkten mussten wir in der zweiten Märzhälfte diese bewegten Zeiten spüren. Die globalen Aktienindizes gingen innerhalb weniger Tage auf Talfahrt bis zu 40%. Danach hat dann ja, der Herr Scholz, unser Bundesfinanzminister, hat es als Bazooka bezeichnet, haben mit außerordentlichen Geldmengen die Wirtschaft stimuliert und es ging dann wahnsinnig schnell wieder nach oben. Die Frage ist, bleibt es so oder wie geht es weiter? Auf den Zinsmärkten konnten wir eine Erholung überhaupt nicht feststellen. Das eh schon niedrige bzw. negative Zinsniveau hat sich weiter manifestiert und in absehbarer Zeit wird sich das wohl so auch nicht mehr ändern. Sie merken es alle selber an Ihren Tagesgeldern, die werden bestenfalls nur mit Null verzinst und obendrauf auch noch kommt die Inflation, die zusätzlich an der Kaufkraft nagt. Wir wollen uns heute über Anlagen in diesen Zeiten unterhalten. Dazu haben wir Herrn Bernhardin Gärtner eingeladen. Der Herr Gärtner ist seit 2015 Leiter vom Aktienportfolio-Management der Union Investment, damit auch Mitglied im Union Investment Komitee, also nur einer von fünf. Und er bestimmt damit maßgeblich die Aktienstrategie der Union Investment Fonds mit. Sie können während unseres Livestreams Fragen im Chat stellen oder auch unter veranstaltung@vr-bayernmitte.de per E-Mail. Das ist auch noch im Nachgang zum Live-Chat möglich. Wir werden dann auf Sie zukommen oder die Fragen beantworten. Ich darf jetzt auf Herrn Gärtner überleiten zu Ihrem Vortrag Globale Aktienmärkte. Bitte, Herr Gärtner. Ja, vielen Dank, Herr Lange, für die freundliche Begrüßung. Ich möchte Sie auch ganz recht herzlich bedanken zu dieser digitalen Veranstaltung. Ich freue mich, dass ich heute hier in den Räumlichkeiten der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte bin. Ich bin das erste Mal wieder draußen. Ja, der Herr Lange hat das geschildert, dass für uns alle, sagen wir, das private und das gesellschaftliche und auch berufliche Leben sich in den letzten Monaten auch anders gestaltet hat, als wir erwartet hatten. Ich kann nochmal auch auf zurückblicken auf den 12. März. Das war meine letzte Veranstaltung vor Kunden. Das war auch in Bayern, 100 Kilometer nördlich von hier, in Neumarkt in der Oberpfalz. Und da hat es schon auch richtig gekracht an den Börsen. Und uns war schon klar, ja, dass diese Pandemie auch, ich sag mal, auch deutliche Spuren, ja, auch hinterlassen wird in der Wirtschaft und auch in der Gesellschaft insgesamt. Also von daher, ich bin froh, hier Sie begrüßen zu können aus den Räumlichkeiten, top organisiert mit der Technik und freue mich, dass wir jetzt gemeinsam Kapitalmärkte, Wirtschaft und insbesondere auch Aktien auch besprechen können. Eine
auch Bemerkungen an meiner Seite. Ich hoffe auch, dass Sie gut durch die Krise gekommen sind, gesundheitlich erstmal. Das ist wichtig, Sie und Ihre Familien. Ich habe das große Glück gehabt, bei mir bisher alle gesund geblieben in der Familie. Und dann vielleicht noch ganz kurz auch der Verweis darauf, wie haben wir eigentlich gearbeitet die letzten Monate. Wir sind dann auch, wie viele andere Unternehmen, sehr, sehr schnell in die Homeoffice-Strategien gegangen. Also wir haben große Teile der Teams nach Hause geschickt und die Gesundheit war in dem Fall die Priorität. Aber ich kann Ihnen sagen, zu keiner Zeit haben wir Probleme in der Zusammenarbeit gehabt. Die Technik hat funktioniert, die Kommunikation hat hervorragend funktioniert und auch in den sehr, sehr schwierigen Tagen im März, als die Börsen auch wirklich gekracht haben, haben wir einen reibungslosen Ablauf im Prinzip auch sicherstellen können. Also das, wie gesagt, die gute Nachricht, dass Ihr Vermögen, Ihre geschätzten Produkte von Union Investment in keiner Zeit quasi unter einer fehlenden, auch Wertschätzung gelitten haben. Was machen wir heute? Wir wollen natürlich über die Wirtschaft reden. Wir müssen auch über den Virus reden. Was sind da unsere Erwartungen? Und ein ganz, ganz wesentlicher Teil unseres Vortrages und unserer Arbeit heute Abend wird sein, zu zeigen, dass die Wirtschaft so eine ganz neue, unbekannte Form einnimmt. Wir reden von der K-Konjunktur, komme ich gleich nochmal darauf, wie wir das meinen. Und dann vom Virus, von der Wirtschaft, die Politik, wenn wir denn auch dann besprechen, wie das letztendlich einzuwerten ist für die globalen Aktienmärkte. Mir ist wichtig, auch an Sie die Botschaft, wenn wir die jetzt so nach einer halben Stunde, eine halbe Stunde habe ich vor, mit Ihnen mich auseinanderzusetzen, dass wir nach einer halben Stunde so mitnehmen, dass gerade auch das Thema Aktie auch in schwierigen Zeiten immer ein wichtiger Bestandteil in der Vermögensstrukturierung sein soll und dass man auch in herausfordernden Zeiten durchaus auch chancenorientiert auch sich aufstellt und auch mit Chancen mit Ihren Beratern oder mit uns letztendlich auch diskutiert. Gehe jetzt mal in die Foliensammlung rein. Wir haben ein paar Folien mitgebracht, auf die Sie zugreifen können im Rahmen dieser Webkonferenz. Und die wichtigste Botschaft vorneweg, was wir immer auch herausstellen, wie das mit den Aktien funktioniert. Das können Sie sich merken, die Aktien laufen den Gewinn hinterher. Wenn es im Unternehmenssektor gut geht, dann haben Sie auch Spaß mit Aktien. Die Aktien letztendlich bilden auch am Ende nur die tatsächliche auch unternehmerische Leistung auch ab. Und das ist die gute Nachricht, dass wir nach dem schweren Einbruch bei den Gewinnen bei vielen Unternehmen vielfach auch eine sehr, sehr auch schnelle Erholung gesehen haben. Das gilt nicht für alle Branchen. Da kommt dann unser K wieder zum Einsatz. Aber die Botschaft ist, der Unternehmenssektor bleibt hoch profitabel. Und das ist für Sie eine gute Nachricht, weil letztendlich mit hoch profitablen Unternehmen sich Renditen bei Aktien auch erzielen lassen. Ich werde Ihnen auch aufzeigen, dass der Aktienmarkt sehr stark auch zweigeteilt in den letzten Monaten sich gezeigt hat. Da kommt das K dann wieder auch zur Sprache. Und das ist für uns als aktiver Fondsmanager und für Sie, die Kunden unserer aktiven Produkte, eine sehr gute Nachricht, weil wir hier auch in den letzten Monaten auch sehr, sehr schön auch differenziert haben. Wir haben letztendlich schon geschaut, dass wir bei den erfolgreichen Unternehmen dabei sind. Und das hat insbesondere in diesem Jahr einen sehr, sehr großen Unterschied gemacht. Und die Performance, da bin ich sehr, sehr stolz auch auf meine Mannschaft, ist in diesem Jahr in vielen Produkten sehr, sehr gut, insbesondere im Vergleich zu den Entwicklungen der breiten Indizes. Was ist mit dem Virus? 12. März, ich habe das eingangs gesagt, war meine letzte Veranstaltung in Neumarkt in der Oberpfalz vor Publikum. War schon etwas ausgedünnter. Wir hatten auch geplant, mehr Kunden vor Ort zu haben. Viele Kunden haben damals schon für sich entschieden, nein, ich bleibe lieber zu Hause. Und wir waren gerade so auf dem,
ja, auf dem Weg in diese Eindämmungsstrategie. Ja, wir haben angefangen mit der Corona-Pandemie. Sie erinnern sich, da hieß es, naja, bitte niesen in die Ellbogenbeuge, immer schön die Hände waschen, ein bisschen Abstand halten. Und dann ist aber insbesondere in dieser Woche, im 12. März, klar geworden, das reicht nicht aus. Ja, wir gehen in eine Eindämmungsstrategie. Geschäftsschließungen, Kontaktbeschränkungen. Ja, und da war uns klar in der Woche, oh Gott, ja, das wird einen hohen Preis auch nach sich ziehen. Wir werden einen hohen Preis dafür bezahlen, einen wirtschaftlichen Preis. Und deshalb sind die Börsen in der Phase sehr, sehr stark unter Druck geraten, weil nicht klar war, ja, welche Unternehmen können das bezahlen, ja, können das überleben. Und deshalb ist insgesamt der Aktienmarkt sehr stark unter Druck geraten. Wir haben dann auch Erfolge auch produziert und Sie sehen das auf der Folie an den Entwicklungen bei den Viruszahlen. Ja, wir haben dann quasi übers Frühjahr auch eine erfreuliche Entwicklung auch in den Virusentwicklungen, in den Fallzahlen auch gesehen. Wir gucken uns jeden Tag auch die Lageberichte vom RKI an. Ja, auch international schauen wir uns die Entwicklungen an. Wir haben im Segment Portfolio Management bei uns, ja, über alle Anlageklassen, haben wir ein Research-Team, eine Corona-Taskforce, wie wir das nennen, so eine Arbeitsgruppe, die jetzt seit mehreren Monaten, ja, ich sag mal, täglich auch die wichtigen Dinge einwertet. Ja, wir haben die ersten Erfolge erzielt in der Pandemiebekämpfung und haben dann quasi auch die Möglichkeit wieder gehabt, die Wirtschaft ein Stück weit wieder zu öffnen. Ja, und jetzt haben wir, in den letzten Wochen wieder einen stärkeren Anstieg der Fallzahlen. Und wichtig wird jetzt sein, ja, dass wir, doch in den nächsten Monaten auch wissenschaftliche Erfolge sehen. Ja, da arbeiten sehr, sehr viele Pharma- und Gesundheitsunternehmen an Impfstoffen, ja, die auch gut vorankommen in den klinischen Studien. Da werden antivirale Produkte getestet, ja, die man dann einnehmen kann, um letztendlich die Symptome auch abzumildern. Und auch ganz, ganz wichtig, ja, die Testkapazitäten werden nochmal erheblich ausgeweitet. Und da gibt es jetzt gerade auch am aktuellen Rand viele gute Nachrichten. Bei den Tests, es gibt die sogenannten Antigen-Tests, ja, die quasi abgenommen werden und wo sie innerhalb von 15 Minuten auch die Ergebnisse schon auch vorliegen haben. Sehr kostengünstig, ja, wir reden hier von 5 Euro ungefähr pro Test. Und ich kann quasi auch die Labore auch bei dem Testen, ja, der Infektion kann ich außen vor lassen. Das ist ein wichtiger Meilenstein, wenn wir das schaffen, ja, flächendeckend diese Antigen-Tests zu etablieren, dann ist auch sehr gut vorstellbar, dass wir auch stärker, ja, das gesellschaftliche Leben und damit auch die Volkswirtschaft wieder ein Stück weit in die Normalität zurückführen. Also wir setzen darauf, die Wissenschaft, ja, Impfstoffe, antivirale Produkte, neue Testverfahren, dass wir Richtung 2021 wieder auch mehr Normalität auch sehen werden. Ja, das ist der Hintergrund, warum auch die Börsen am aktuellen Rand, sich von diesen höheren Fallzahlen sich gar nicht so beeindrucken lassen. Was hat das im Prinzip an wirtschaftlichen Konsequenzen gehabt? Eindämmungsstrategie, Geschäftsschließungen, Kontaktbeschränkungen. Wir haben einen beispiellosen Einbruch gehabt der Volkswirtschaften in allen Teilen der Welt, Deutschland, Eurozone, USA, Asien. Ja, schauen Sie sich die Bilder an. Ein signifikanter Einbruch der Wirtschaftsleistung, den wir in unseren Karrieren, ja, und auch in früheren Generationen so in der Form nicht gesehen haben. Ich habe hier mal angefangen, das erste Mal das K zu setzen, ja, für Sie auf den Folien, die Sie sehen können. Das soll im Prinzip zeigen, dass im Prinzip jetzt in der Erholungsphase, ja, wo wir, wieder Öffnungen wieder auch gesellschaftlich auch zugelassen haben, ja, viele freuen sich, dass der Bundesliga-Start auch wieder mit Zuschauern erfolgen kann. Ja, ich glaube, wichtig wird sein, dass wir trotzdem die Hygienekonzepte und die Vorgaben einhalten. Ja, sonst wird der Spaß auch schnell wieder vorbei sein. Aber mit Öffnung der Volkswirtschaften können wir beobachten, dass dieser starke Wirtschaftseinbruch ja zunehmend, ja, übergeht in eine K-förmige Entwicklung. Ich habe viele Branchen, ja, die weiter schwere Probleme haben, ja, die weiter, auch verlieren an wirtschaftlicher Stärke. Beispiel Flughäfen,
Ja, wir haben gerade mit dem Herrn Lang habe ich mich unterhalten, bevor wir hier gestartet sind. Frankfurter Flughafen im August, ja, Passagierzahlen -78%. Ja, also das ist der Teil der Wirtschaft beispielhaft, der weiter, ich sag mal, runterfährt auf der Rolltreppe. Und dann habe ich andere Bereiche, die sogar ganz explizit von der Krise profitieren. Ja, die, wie wir sagen, das können sich mal so abspeichern, auf der Rolltreppe dann rauffahren. Viele Unternehmen im Gesundheitsbereich, viele Unternehmen in der Technologie, Stichwort Digitalisierung, werden wir gleich nochmal genauer darauf eingehen. Also dieses K, ja, erste Mal im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung, wichtig für Sie, das auch zu verstehen, ja, wie wir die volkswirtschaftliche Lage einwerten. In der ersten Phase, ja, nach dem starken Einbruch, haben wir insbesondere auch gesehen, dass der Konsum wieder zurückkommt. Ja, im Mai, Juni haben die Geschäfte wieder geöffnet. Die Verbraucher sind wieder mutig in die Innenstädte gegangen oder kaufen dann beim Amazon ein. Ja, Sie sehen das quasi am Beispiel der Amerikaner, amerikanischen Statistiken auf der Folie, die gerade eingeblendet wird auf der rechten Seite. Der Konsum ist tatsächlich sogar in den USA und auch in Deutschland auf einem höheren Niveau im Vergleich zur Vor-Corona-Pandemie. Ja, und da haben auch natürlich diese staatlichen Eingriffe auch geholfen. Ja, das Kurzarbeitergeld hier in Deutschland, in den USA gab es ähnliche Unterstützung, um letztendlich die besonders hart betroffenen Verbraucher und Arbeiter und Arbeitnehmer auch zu schützen. So ist im Prinzip sichergestellt worden, dass in der ersten Phase der Konsum sich auch recht schnell wiederholen konnte. Sie sehen aber auch auf der Folie, dass die Industrie weiter deutlich unter den Vorjahresniveaus bleibt. Ja, das ist, wie gesagt, die Industrie tut sich schwer, ja, mit dem Ausblick ihrer eigenen Geschäftsentwicklung und hält sich noch sehr stark zurück. Aber hier die gute Nachricht an der Stelle, wir erwarten schon, dass Phase 1, da kommt der Konsum zurück. Ja, wir kaufen wieder in den Innenstädten ein oder beim Amazon oder bei Zalando und dann folgt automatisch auch wieder ein besseres Umfeld für die verarbeitende Industrie. Wir sehen das jetzt, Autos werden wieder gekauft. Die Leute machen sich ihre Wohnungen schön. Ja, es gibt sogar vielfach eine hohe Nachfrage nach Immobilien außerhalb der urbanen Zentren, außerhalb der großen Städte. Die Amerikaner nennen das so schön Urban Exit, ja, also fast eine Flucht, ja, aus den zentralen Stadtgebieten. Und das sind Dinge, ja, die, sag mal, den Konsum antreiben und dann in der Abfolge auch die Produktion bei den Unternehmen auch wieder stützt. Ja, wenn das gut geht, ja, in der Phasenübergabe, dann hoffen wir, dass auch im 2021 dann auch die Investitionen bei den Unternehmen auch sich wieder verbessern. Das wäre die Phase 3 von so einem Zyklus. Konsum, Produktion, dann Investition. Das wäre so das, was wir erwarten würden, wenn das jetzt gut geht mit der Wissenschaft, ja, und den Fortschritten bei der Pandemiebekämpfung. Das ist ein wichtiges Thema. Ja, wir haben einen starken Einbruch gehabt. 12. März kann ich mich noch sehr gut an meinen Vortrag erinnern. Uns war klar, wir haben eine Eindämmungsstrategie, die wird sehr, sehr teuer. Ja, wir machen Geschäftsschließungen und Kontaktbeschränkungen. Und uns ist dann aber relativ klar und schnell vermittelt worden von der Politik, ja, dass die Politik bereit ist, einen ganz hohen Preis auch zu übernehmen, einen hohen Teil der Kosten auch zu übernehmen. Wir haben zahlreiche Fiskalprogramme aufgelegt gehabt weltweit. Ja, der Herr Scholz, Herr Lang hat gerade darauf verwiesen, hat die Bazooka rausgeholt und auch die Europäische Zentralbank als Beispiel für die globalen Zentralbanken, die haben ihre Geldpolitik, ich sag mal, noch expansiver gestaltet. Ja, das ist also auch eine Bazooka. Ne? Die nennen das so schön PEP, das ist Pandemic Emergency Purchase Program, ja, wo man quasi nochmal die Kaufvolumen für die Staatsanleihen und Unternehmensanleihen nochmal signifikant ausgeweitet hat. Ja, also Sie sehen, sehr entschlossen. Ja, das ist ein Foto, was sehr bekannt geworden ist. Frau Merkel, ja, vor dem Herrn Trump. Den Herrn Trump kann man noch gerade noch so erkennen, auf einem G7-Gipfel, ja, vor ihm quasi sich aufbaut und versucht, Forderungen letztendlich auch zu platzieren.
Aber das soll letztendlich zeigen, dass es hier tatsächlich auch international ja, über Nacht quasi einen Konsens gegeben hat. Wir müssen hier Schulden machen. Ja, wir müssen quasi, wenn die privaten Haushalte keine Sparleistung mehr haben, nicht mehr ausgeben und wenn die Unternehmen kein Geld mehr ausgeben und sparen, dann müssen die Regierungen Geld ausgeben. Und das haben wir gesehen. Und das war schon mal eine wichtige Botschaft für uns Aktionäre, ja, dass Teil dieser hohen Kosten von den Regierungen übernommen wird und den Zentralbanken. Ja, also ganz, ganz wichtig, dieses Zusammenspiel gilt heute noch. Wir haben ja jüngst erfahren von unserer Bundesregierung, dass das Kurzarbeitergeld nochmal verlängert wird. Und das ist ein wichtiges Signal, ja, dass die Unternehmen und die Verbraucher hier weiter auch unterstützt werden. Und das ist ein wichtiges Signal für uns auch am Aktienmarkt, dass wir gut unterstützen. Also hier die Frau Merkel mit ihren Amtskollegen, auch ein wichtiges Thema. Ja, wir haben Neuland betreten im Zusammenhang mit der europäischen Integration. Ja, tatsächlich haben sich die 27 EU-Staaten darauf verständigt, ja, einen gemeinsamen Aufbauplan zu finanzieren, ja, um die Regionen und die Länder, die besonders hart von der Pandemie getroffen sind, zu unterstützen. Ja, wir reden von 2.400 Milliarden Euro Aufbauplan für die nächste Generation, der in den nächsten Jahren insbesondere Ländern wie Spanien, Frankreich, Italien, Polen auch helfen soll, ja, bei der Bekämpfung der Pandemie. Ja, also das sind Dinge, die unmittelbar für uns einen ganz wesentlichen Einfluss hatten auf die Einschätzung auch bei Aktien. Die amerikanische Notenbank, stellvertretend EZB, die amerikanische Fed, auch andere Notenbanken, ja, da wird nicht gekleckert, da wurde ordentlich geklotzt. Und die Amerikaner haben auch über Nacht ihre Zinsstrategie geändert, ja, runter auf Null und auch die Kaufprogramme nochmal ausgeweitet. Führt jetzt im Ergebnis dazu, der Herr Lange hat es gerade angesprochen, ja, für Sie, liebe Anleger in Europa, aber jetzt auch in Amerika, die Zinsen bei Null, ja, ohne Inflation und mit Inflation sogar negativ. Sie können inflationsgeschützte Anleihen kaufen von der Bundesrepublik Deutschland oder von den Amerikanern, von der amerikanischen Regierung. Die Rendite ist bei -1% real. Das ist nach Inflation, was quasi die Zinslandschaft heute für Sie zu bieten hat. Ja, und das ist wichtig, um letztendlich dann auch ja, zu verstehen, warum denn Aktien auch heute sagen wir, eine höhere Bewertung haben, Immobilien eine höhere Bewertung haben, als wir das in den früheren Jahren vielleicht gesehen haben. So, jetzt kommt ein wichtiger Punkt, globale Aktien, wieder das K für Sie zu sehen. Ja, nochmal Erinnerung daran, ein Teil der Volkswirtschaft fährt mit der Rolltreppe rauf. Ja, denen geht es blendend, ja, Corona-Gewinner. Und auf der anderen Seite viele, viele Unternehmen, die schwer in der Krise sind und auch einen starken Einbruch bei den Gewinnen haben und somit auch eine schlechte Kursperformance hatten. Sie können das an den Länderindizes sehen. Ja, die Tech-Börse, Nasdaq in den USA, ist zweistellig im Plus in diesem Jahr, sind ganz aktuelle Zahlen. Und dann habe ich Spanien, Italien, die Börse, Mexiko, Brasilien mit nennenswert negativen Vorzeichen in diesem Jahr. Und auch bei den einzelnen Unternehmen, das sind jetzt die größten Unternehmen, die 50 größten weltweit. Und Sie sehen hier eine Spreizung zwischen Gewinner und Verlierer, wie wir uns das nicht haben vorstellen können in der Vergangenheit. Unternehmen wie eine Amazon, wie eine Apple, deutlich im Plus in diesem Jahr. Kleine Anekdote, Sohnemann von mir, ich habe zwei Burschen. Der zweite hat jetzt auch das Abitur gemacht. Der geht auch an die Uni. Habe ich gedacht, ja, kriegt ein iPad, da kann er gut mit arbeiten. Da sind wir quasi in so einen Apple Store reingegangen. Klar, mit Hygienekonzept und so weiter, Maske, Hände desinfizieren. Und es gibt keine iPads. Alle vergriffen. Ja, also das ist wie gesagt, das ist ein Corona-Gewinner. Und dann habe ich auf der anderen Seite Unternehmen wie eine Boeing, stellen Flugzeuge her. Schwierig momentan. Der Lufthansa hat angekündigt, dass man mindestens 100 Flugzeuge nicht mehr braucht in den nächsten Jahren. Ich habe gerade auf dem Weg hier nach Pfaffenhofen gehört, dass auch der Münchner Flughafen eine Strategieänderung plant. Ja, eine neue Landebahn oder Startbahn, weiß ich jetzt nicht genau, die geplant war. Herr Söder hat klargemacht, das Projekt wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Also Verlierer Boeing, Energiekonzerne, Banken, ja, Kreditausfälle, weniger nachfahrende Energie, die fahren mit der Rolltreppe runter und die Digitalisierungsgewinner
Microsoft, Apple, Amazon fahren mit dem Fahrstuhl nach oben. Das ist der wichtigste Chart für Sie. Aktien laufen den Gewinn hinterher. Ja, für die breite Analyse des Aktienmarktes. Die linke Seite zeigt die Gewinnentwicklung für europäische und für amerikanische Konzerne. Und gerade in Amerika, ja, können wir sehr gut beobachten, ja, dass hier die Unternehmen, viele Unternehmen gut durch die Krise kommen, ja, und hier tatsächlich schon auch deutlich bessere Gewinnerwartungen haben. Ja, Europa etwas noch hinten dran, aber Botschaft ist, die Gewinnerwartungen sind wieder verbessert im Vergleich zu März, April, Mai, Juni. Und das ist ein wichtiger Anker, ja, für Sie als Anleger auch am Aktienmarkt. So, jetzt wollte ich mal noch mal ein paar konkrete Cars zeigen. Hier am Beispiel von amerikanischen Aktien. Wenn wir jetzt hier gemeinschaftlich sprechen würden in der Veranstaltung, dann frage ich immer gerne, naja, JP Morgan, eine Bank, eine große amerikanische oder Microsoft, wer hat die bessere Gewinnentwicklung? Und ich meine, das sind Dinge, die sind so offensichtlich, ja, da können wir auch gleich reingehen, aber da sehen Sie über die letzten 5 Jahre, wie die Gewinnerwartungen sich hier verändert haben. Ja, Microsoft, wie an der Schnur gezogen, fährt mit dem Fahrstuhl hoch, auch durch die Corona-Krise hindurch. Und JP Morgan muss schwere Einbußen hinnehmen. Stichwort Risikovorsorge, Kreditausfälle. Ja, und dann überrascht Sie das jetzt nicht, dass in den letzten Monaten und Jahren mittlerweile schon Microsoft die deutlich bessere Aktie für uns als Anleger war und natürlich dann auch für Sie. Ja, in Deutschland, im DAX, finden wir auch Cars, ne, die deutsche Börse. Und die BASF, BASF sehr zyklisch, viele zyklische Endmärkte, besonders betroffen von der Pandemie. Deutsche Börse ist eigentlich ein Technologiekonzern, der Börsengeschäfte abwickelt und eigentlich keine Spuren von Corona in ihren Bilanzen gefunden haben. Sie sehen sehr stabile Gewinnentwicklung. Das eine Element des Cars, ja, zeigt nach oben und das andere, ja, bei BASF Gewinnerwartungen deutlich runter. Das wundert Sie jetzt auch nicht, dass auch jetzt auf der Kurs-Performance-Seite, ja, die deutsche Börse-Aktie natürlich die viel bessere Aktie war als die BASF. Kurzes Beispiel aus dem Eurostoxx: ASML, großer Technologiekonzern, ja, der stattet die Halbleiterkonzerne mit Maschinen aus und Total Energie. Ja, es wird immer noch weniger getankt, die Leute sitzen im Homeoffice, fahren nicht so sehr ins Büro, es wird weniger geflogen, die Industrie braucht immer noch weniger Energie, ja, also Gewinne, ja, nach unten, ASML, die Gewinne nach oben. Das überrascht Sie jetzt nicht, dass hier die Schere auch auf dem Kurszettel sehr stark auseinandergegangen ist. Und das ist Aktivität, die das erfordert. Ja, wir sind ein aktiver Fondsmanager im gesamten Haus Union Investment, aber auch natürlich bei mir auf der Aktienseite. Und wie gesagt, da sind wir sehr froh. Da sind uns viele Dinge sehr, sehr gut gelungen in diesem Jahr. Und das ist im Prinzip auch die Botschaft für Sie. Ja, bleiben Sie bei einem aktiven Manager. Ja, über viele Jahre wird es immer wieder diese Strukturbrüche geben, ja, wo ein aktiver Manager für Sie bessere Ergebnisse produzieren kann. Ganz kurz, Amazon auf der einen Seite der Gewinner, ein K, was nach oben geht, die deutsche Euroshop. Das sind die einzige deutsche Aktiengesellschaft, die ausschließlich Shoppingcenter investiert. Wir haben bei uns im Main-Taunus-Kreis, ja, das ist das Main-Taunus-Zentrum, die sind in Hamburg unterwegs mit Shoppingcentern, in Dresden, auch in angrenzenden Ländern. Und Amazon geht von Rekord zu Rekord, hat 170.000 neue Mitarbeiter eingestellt in diesem Jahr. Ja, und bei der deutschen Euroshop, die mussten in Q2, ja, auf die Hälfte der Mieteinnahmen verzichten, ne, weil die Kunden, ihre Vermieter, die einfach nicht bezahlt haben, weil sie die nicht bezahlen konnten. Also Sie sehen hier, ja, klafft auch eine große Lücke, ganz gezielt, ja, beim Thema K, unterschiedliche Entwicklungen der Wirtschaft und an den Börsen. Genau, das ist, bevor ich zum Schluss komme, eine wichtige Frage: Welche Bewertung bezahle ich bei den Aktien? Das ist genau die Frage, wenn Sie sich eine Eigentumswohnung anschauen und sagen, okay, welchen Preis bin ich bereit zu bezahlen? 10.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr, dann sagen Sie, 200.000 Euro ist ein guter Preis, 20-fache Jahresnetto-Kaltmiete, aber die Situation bei Immobilien hat sich die letzten Jahre stark verändert. Sie müssen in den Metropolen, ja, 30 und teilweise mehr bezahlen.
ja, der Jahresnetto-Kaltmiete. Hintergrund sind die niedrigen Zinsen, ja, und das Thema wird zunehmend auch akzeptiert für den Aktienmarkt. Ja, Aktien sind ähnlich wie Immobilien reale Assets. Ja, die Unternehmen haben Möglichkeit, Preise auch weiterzugeben an die Verbraucher, an die Kunden, ja, wenn man ein gutes Geschäftsmodell hat. Von daher ein reales Asset, genau wie eine Immobilie. Und deshalb profitieren Aktien auch von niedrigen Zinsen. Und deshalb glauben wir, dass sie heute und auch in den nächsten Jahren, ja, dauerhaft höhere Bewertungen bei Aktien auch akzeptieren müssen. Ja, und nicht jetzt der Vergleich, ja, Aktienbewertung im Vergleich zu früheren Jahren ist zu hoch, da mache ich nicht mehr mit. Ja, wie gesagt, die Rechnung hat sich leider verändert durch die niedrige Zinslandschaft, ja, abzüglich der Inflation aktuell für 10 Jahre bei -1%. Also von daher kann das Thema Aktienbewertung kein Stolperstein sein, ja, für wichtige, ich sag mal, auch Strukturbeitrag der Aktie in ihrer Vermögensstrukturierung. Das ist ein wichtiges Thema, Wirtschaft im Wandel, der Problemdruck steigt. Ich habe eine ganze Reihe von Nachhaltigkeitsherausforderungen, ja, die wir sehr, sehr ernst nehmen in unserem Investmentprozess. Und insbesondere in diesem Jahr hat sich gezeigt, dass Unternehmen, ja, die auf Nachhaltigkeit setzen, nachhaltige Produkte, ja, eine gute Governance haben, ja, ihre Mitarbeiter ordentlich auch behandeln, ja, und in Zukunftstechnologien investieren, ja, Umwelttechnologien, Energieeffizienzthemen zum Beispiel, sich besser entwickeln. Ja, deshalb unbedingt auch, ja, die Botschaft, dass das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr stark auch in unserem Investmentprozess etabliert ist und das in diesem Jahr uns auch geholfen hat. Das sind 4 Themen, ja, die unseren Prozess ausmachen. Das ist Digitalisierung, das ist Gesundheit, Nachhaltigkeit und Demografie. Und wie gesagt, Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil. Und wir erwarten auch, ja, dass die Unternehmen, die hier das Thema, ja, in den Mittelpunkt ihrer Strategien stellen, ja auch in den nächsten Jahren erfolgreicher sein werden. Ich bin am Ende angekommen. Wir haben jetzt kurz nach 7:30. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Botschaft, ja, wir haben quasi hohe Kosten gehabt, ja, mit der Eindämmungsstrategie in der Corona-Krise. Wichtig, ja, dass die Regierungen und Zentralbanken, ja, wichtiges Gegengewicht dargestellt haben, ja, und quasi auch die Wirtschaft auch stabilisiert haben. Das hat uns sehr, sehr geholfen. Und dass quasi diese Pandemie zeigt, ja, dass die Wirtschaft in unterschiedliche Entwicklungen sich entwickelt. Ja, das K, was wir mehrfach hatten, ja, zeigt sich sehr, sehr deutlich in diesem Jahr. Digitalisierung, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Demografie, ja, und wir als aktiver Manager, ja, das konsequent verfolgen. Wo sind die Unternehmen erfolgreich? Da wird investiert. Da, wo Schwierigkeiten sind, da bleiben wir vorsichtiger. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Loyalität beim Thema Aktien sparen. Ja, wir haben nennenswerte auch Zuspruch von den Kunden. Und das ist abschließend von meiner Seite die richtige Strategie. Sie müssen an die Gewinnpools der Unternehmen ran. Aber bitte, ja, machen Sie das strukturiert über einen längeren Zeitstrahl. Ja, nicht alles heute investieren. Ja, morgen könnte wieder eine schwierige Nachricht kommen. Dann ärgern Sie sich. Ja, lassen Sie sich 1-2 Jahre Zeit oder auch länger, ja, um quasi in den Aktienmarkt hineinzufinden und an die Gewinntöpfe der Unternehmen hineinzufinden. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich Sie bald auch wieder live sehe. Macht mir noch mehr Spaß. Bin froh, dass ich mal wieder draußen bin. Aber beim nächsten Mal hoffentlich wieder in Persona. Danke. Und ich übergebe wieder an den Herrn Lange. Ja, danke, Herr Gärtner. Wir haben mittlerweile über den Live-Chat schon einige Fragen bekommen. Sehr schön. Ja, und auch per E-Mail, die ein oder andere. Fangen wir mit der ersten an. Sie reden viel von positiven Erwartungen. Konsum kommt zurück, etc. Wie sieht das Szenario aus, wenn wir einen zweiten Lockdown bekommen? Ja, das ist ein großes Thema. Also wir glauben nicht, dass es einen flächendeckenden bundesweiten zweiten Lockdown gibt oder auch nicht in anderen Ländern. Wir haben auch klare Signale aus der Politik auch aufgenommen, dass der Weg nach vorne eine sehr regionale auch Herangehensweise sein wird, ja, dass man sehr regional schauen muss, wie das Infektionsgeschehen sich verändert und dementsprechend auch Handlungsempfehlungen geben wird. Wir haben jetzt auch im Main-Taunus-Kreis und in Frankfurt, in Offenbach, in Mainz, haben wir in den letzten Wochen auch fallweise mal hohe Inzidenzen gehabt. 50
Neuinfektion auf 100.000 Einwohner über 7 Tage. Und dann ist auch die lokale Regierung sehr konsequent, ja, mit neuen Regeln. Ja, und dann sieht man auch, dass man tatsächlich dann auch die Inzidenzen dann auch wieder zurückbekommt. Also kein genereller Lockdown, das ist nicht die Erwartungshaltung. Es wird eine sehr regionale Strategie geben in der Herangehensweise dieser Infektionsgeschehen, die wir auch haben werden weiter. Nächste Frage. Sie geben Beispiele rückblickend. Wie ist die Erwartung nach vorne, wenn man jetzt einsteigt? Beispiel Banken haben stark geblutet. Aber lohnt sich ein Einstieg jetzt, also dezidiert in Richtung Banken? Das fragen wir uns auch immer, muss auch immer auch vorsichtig sein, wie wir das formulieren. Das Thema ist bei den Banken, ich habe das eingangs auch gesagt, das Thema Kreditunsicherheit ist immer noch nennenswert. Wir kennen noch nicht das Ausmaß der Pandemie letztendlich auf alle Unternehmen. Wir haben eine Aussetzung des Insolvenzrechts, des Insolvenzanmelderechts gehabt. Da gibt es schon auch die Befürchtung, dass auch mehr Unternehmen letztendlich das nicht mehr schaffen werden. Und damit könnte sein, dass die Belastungen für die Banken auf der Kreditseite beim Kreditausfall nochmal zunehmen. Von daher wollen wir das erstmal abwarten. Ja, das ist unser Investmentstil, dass wir uns auch stark faktenorientiert auch in den Anlageentscheidungen orientieren. Und von daher momentan Banken eher vorsichtig. Das kann aber sein, dass wir in den nächsten Monaten zu einer anderen Einschätzung kommen. Nächste Frage. Mehr ein bisschen weg von Aktien, nämlich Edelmetall- und rohstoffbasierende Aktien als Absicherung wichtig. Und über E-Mail ist eine Frage reingekommen. Sind Aktien Gold nicht schon viel zu teuer? Ja, also Gold ist, kann ich auch insgesamt sagen, passt auch wunderbar in den Vermögensmix rein. Wir haben davon gesprochen, dass reale Anlagegüter auch unterstützt sind, ja, durch niedrige Zinsen, Nullzinsen, negative Zinsen. Und Gold fällt auch in diese Klasse rein, weil Gold, ich sag mal, begrenzt das Volumen hat und einen Sicherheitsaspekt in die Geldanlage bringt. Von daher Gold, glauben wir schon, gehört auch in die Vermögensstrukturierung rein. Und was die Aktien betrifft, da muss man immer, sag mal, fallweise angucken. Da lässt sich keine pauschale Aussage machen. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie in unsere Fonds reinschauen, da werden Sie in dem einen oder anderen Fonds auch Goldaktien finden, die gute Produktionsstrategie haben, eine gute Kostenstruktur haben, erfahrene Managementteams. Das sind so die Dinge, die für uns wichtig sind. Da werden Sie bei uns in den Union Investment Fonds auch Goldaktien finden. Okay, ja, das war ja ein großer Fondsanbieter in den USA auch nachgekauft. Also mal sehen. Dann, wie kritisch sehen Sie die Maßnahmen der FED in Bezug auf den Kauf von Unternehmensanleihen im Zusammenhang mit der Aktienbewertung? Also, ja, Geld wird im Markt gepumpt. Ja, eine gute Frage. Das treibt uns alle um. Ja. Wir haben einen Paradigmenwechsel. Ja, früher haben wir Krisen erlebt und haben auch Krisen quasi auch begleitet und auch haben akzeptiert, dass es hohes Maß an Unternehmensinsolvenzen gibt und auch Arbeitslosigkeit. Die Politik hat ihre Strategien verändert. Die Krisenbekämpfung steht im Vordergrund. Und Teil dieser Krisenbekämpfung ist auch der Kauf von Unternehmensanleihen. Das hat vielen Unternehmen sehr, sehr geholfen, durch die Krise durchzukommen. Beispiel Kreuzfahrtschiffbetreiber, die großen in Amerika, Royal Caribbean, Carnival Cruise, die würden heute alle so in der Form nicht mehr überleben, wenn sie nicht quasi über die Ankaufprogramme der amerikanischen Notenbank auch Zugang zu Finanzierung bekommen hätten bei den institutionellen Anlegern. Also ist das gut, ist das schlecht? Das müssen wir die nächsten Jahre, müssen wir das mal analysieren im Detail. Für den Moment sind es quasi die Fakten, die uns quasi mit die Anlageentscheidung natürlich auch mit beeinflussen. Nächste Frage, was sagen Sie zu Aktien im Bereich der Wasserstofftechnologie? Wasserstoff ist eine vielversprechende Technologie. Auch die deutsche Bundesregierung hat im Rahmen ihres Konjunkturpakets, wir haben ja eine Bazooka gehabt mit Garantien und Kapitalspritzen für Unternehmen, aber auch Investitionsprogramme wurden freigegeben. Mehrwertsteuersenkung haben wir gehabt in Deutschland. Und es gibt ein konkretes Budget, um in diese Wasserstofftechnologie zu investieren. Die Entwicklungen sind noch nicht vorangeschritten, ist noch nicht wettbewerbsfähig auf der Kostenseite. Von daher müssen wir das auch weiter beobachten, begleiten. Für die großen, ich sag mal, wichtigen Produkte, die Sie von uns kennen, können das immer nur Beimischungen sein. Ja, das ist sehr spekulativ und kann quasi auf einer Einzelunternehmensbasis auch zum Erfolg führen. Aber wir wollen investieren
für sie und wollen nicht spekulieren. Und vielfach ist diese Technologie noch nicht so ausgereift, dass wir hier mit einer hohen Konfidenz, ja, nennenswert, auch für sie Geld investieren können. Mhm. Also kommen wirklich jede Menge Fragen rein. Also es wird ein langer Abend, so wie es aussieht. Ich habe 2 Stunden auf der Autobahn schon gesessen. Ja, Gott sei Dank sind wir rechtzeitig hier zusammengekommen. Von daher da macht sich immer noch ein bisschen hier stehen. Ja. Von daher vielleicht profitieren wir heute Abend davon. Genau. Ja. Johannes 81 fragt, gibt es einen Fonds, der konkret in Firmen investiert, die nachhaltig, wahrscheinlich ESG, ja, wirtschaften, und wie ist das sichergestellt? Ja, also wir haben auch Fonds, die heute schon ausgerichtet sind auf Nachhaltigkeit. Wir haben den Uni Nachhaltig Aktien Global, so heißt der, der im Prinzip ganz konsequent den Investmentprozess auch angepasst hat. Ja, da gibt es klare Vorgaben, welche Unternehmen investiert werden können und welche nicht. Dann haben wir einen sogenannten Impact-Fonds, ja, der ausgerichtet ist an den Nachhaltigkeitsstandards der Vereinten Nationen. Also in dem Fall würde ich insgesamt aber Sie bitten, tolle Frage, gehen Sie auf Ihren Berater zu. Der kann Ihnen hier ganz konkret zeigen, ja, was wir hier im Angebot haben, in allen Anlageklassen, auch in den Mischfonds. Der Berater wird Ihnen hier sehr, sehr helfen können. Mhm. Als Ergänzung zur Absicherung, wie schätzen Sie Staats- und Unternehmensanleihen momentan ein? Sind eventuell bestimmte Märkte interessanter? Also Unternehmensanleihen, ja, und Staatsanleihen sind nominale Assets. Ja, Sie kriegen einen zugesicherten Zins, einen Coupon. Sie wissen aber nicht, was in 5 oder 10 Jahren letztendlich der Coupon, die Auszahlung, welche Kaufkraft der noch hat. Das sind nominale Assets. Insgesamt, glaube ich, gibt es immer auch natürlich wichtig, auch Gründe für eine Beimischung von Anleihen, ja, als Stabilisierungsfaktor im Portfolio. Aber insgesamt denke ich, dass Sie die nächsten Jahre auch mit den realen Assets, also Aktien, wie ich eingangs gesagt habe, Spaß haben werden. Aber wie gesagt, die risikolosen Anlagen sind wichtig quasi, um, ich sag mal, auch eine vernünftige auch Risikobalance im Portfolio zu haben. Okay, sehr gut. Frage, die sich auf unser Geschäftsgebiet bezieht. Das Geschäftsgebiet der VBA mit ist maßgeblich von der Automobilindustrie geprägt. Wie ist hier Ihre Einschätzung zur Entwicklung der nächsten Jahre? Ja, auch viel Unsicherheit leider. Die Unternehmen investieren alle signifikant in neue Antriebstechnologien, in autonomes Fahren, in Vernetzungstechnologien. Und das ist auch heute, auch muss man sagen, oft unklar, ja, wer hier quasi auch schafft, auch in den nächsten Jahren auch noch nennenswert Gewinnbeiträge zu generieren. Ja, wir wissen, dass der Verbrennungsmotor den Höhepunkt überschritten hat, ja, seiner Geschichte, und dass hier ein Technologiewechsel bevorsteht. Und von daher ist das Umfeld für die Branche mit hoher Unsicherheit behaftet. Und von daher wird das auch aktuell in unseren Portfolios auch kein ganz großes Gewicht haben können. Ja, wir haben immer auch Autothemen, die wir abbilden im Portfolio, aber insgesamt ist die wirtschaftliche Entwicklung bei vielen globalen Herstellern auch am aktuellen Rand zu unsicher. Dann eine Frage, wie stehen Sie zu ETF, Exchange Traded Funds? ETF, ich sag mal, Sie kommen mal günstiger ran, ich bin jetzt mal offen, ran. Aber wenn es kracht, wissen Sie nicht, wen Sie anrufen sollen. Ja, den Herrn Lange können Sie immer anrufen und ihm eine wichtige Frage stellen. Ja, und er wird Sie beraten. Er ist mit uns sehr gut verzahnt. Ja, also wir quasi haben da ein sehr gutes Zusammenspiel. Von daher, das ist wichtig. Ja, Sie wissen nicht, wen Sie anrufen. Und dann gibt es immer diese Jahre, also nicht jedes Jahr, wo tatsächlich der aktive Manager einen nennenswerten Unterschied machen kann, ja, in der Performance. Dieses Jahr war ein Jahr, wo wir in vielen Strategien deutlich besser gelegen haben als der ETF. Der letzte große Bruch um die Finanzkrise, es ist auch vielen Produkten bei Union Investment sehr, sehr gut gelungen, auch nachwiesend besser zu performen. Also von daher, ja, das wird große Umbrüche wohl geben, auch gesellschaftspolitisch, wirtschaftlich die nächsten Jahre. Wir glauben, es ist unsere Kultur, dass wir einen aktiven Manager brauchen, ja, der das nutzen kann. Und wie gesagt, ja, vergessen Sie nicht, den Herrn Lange können Sie immer anrufen, und der Ihnen helfen kann. Und das ist auch ganz dringend auch zu berücksichtigen. Ich beantworte auch E-Mails zum Beispiel. Alle. Stefan Z. schreibt, Nasdaq und DAO sind schon sehr hoch bewertet. Der DAX hinten noch hinterher. Wird umgeschichtet und holen die deutschen europäischen Indizes trotz Mangel an Tech-Werten
gibt die Antwort schon fast selber, auf oder bleibt es bei der Bewertungsdiskrepanz? Wo sehen Sie mehr Chancen? Also ich finde auch, europäische Aktien haben immer gesagt, nee, wir wollen in Amerika sein, die haben da die Unternehmen, die sind besser unterwegs. Ja, brauche Ihnen das jetzt nicht sagen, welche das alles sind. Aber durch die Veränderung in den Kursen in den letzten ein, zwei Jahren in Europa, hat sich die Struktur des europäischen Aktienmarktes sehr stark verändert. Ja, Nahrungsmittel, Gesundheit, deutlich wichtiger in den Indizes. Und Beispiele Banken, Energie, ja, haben deutlich an Bedeutung verloren. Ja, dass wir sagen, der europäische Aktienmarkt hat an Qualität gewonnen. Ja, von daher möchte ich auch unbedingt hier auch motivieren, europäische Aktien auch nach vorne hin stärker im Fokus zu haben. Attraktive Bewertung, Verbesserung in der Struktur des Aktienmarktes. Ja, die Problemthemen sind deutlich kleiner geworden. Und da kann ich auch sagen, Europa-Aktien macht auch Sinn und nicht nur amerikanische Aktien und nicht nur Technologieaktien. Okay. Ähnliche Frage, welcher Fondsmix oder ETF-Mix ist in der heutigen Zeit in Anführungszeichen sicher? Zum Beispiel 50% Aktien, 50% Immobilien. Ja, wir haben ja wichtige Produkte, die einen Mischansatz haben. Und wie gesagt, da wird sich ja auch der Herr Lange mit seinem Team gerne beraten. Aber das ist in der Vergangenheit ein sehr gutes Anlagekonzept gewesen, diese Mischprodukte. Und da, wie gesagt, kann ich gerne darauf verweisen. Okay, ja. Dann etwas kritische Frage. Sie sprechen von Vorteilen auf Seiten der aktiv gemanagten Fonds. Die meisten der aktiv gemanagten Fonds zeigen jedoch trotzdem starke Verluste. Welche Investmentstrategie strebt die Union Investment für den Fall einer weiteren Verschlechterung der Lage an? Also, wie gesagt, da sind wir sehr stolz, dass wir tatsächlich auch große, wichtige Fonds haben, die über viele Jahre sehr, sehr gute Ergebnisse produziert haben. Wir haben uns nochmal angeguckt, Uni Global ist unsere größte Strategie, 20 Milliarden groß. Der hat in den letzten 15 Jahren 30% besser performt als der Index. Ja, hat quasi sehr gut gewirtschaftet in der Finanzkrise, hat sehr, sehr gut gewirtschaftet am aktuellen Rand. Und das sind immer die Brüche, die großen. Ja, wenn Sie einen Manager haben, der viele Jahre Erfahrung hat, und dann haben Sie eine sehr gute Chance, bei diesen Strukturbrüchen tatsächlich auch bessere Ergebnisse zu erzielen. Das sind alles vergangene Daten. Da gibt es keine Garantie nach vorne, auch klar. Aber es gibt tatsächlich die Anleger, die über viele Jahre, schauen sich den Uni Global die letzten 15 Jahre an, schauen sich Uni Europa an. Wie gesagt, machen keine Produktwerbung hier, aber gezielt auf die Frage, kann man sich die Zahlen einfach mal anschauen. Ja, und man kann die Charts mal gegenüberlegen, ist ja im World Wide Web kein Problem. Ich glaube, der zweite Teil der Frage ist noch nicht so beantwortet. Was macht die Union Investment für den Fall einer weiteren Verschlechterung der Lage? Ja, wie gesagt, wir gucken ja jeden Tag auf die Märkte. Wir profitieren davon, dass wir Profis haben in allen Anlageklassen. Wir arbeiten sehr eng zusammen und wir versuchen zu vermeiden, zu stark prognosebasiert zu arbeiten. Ja, 12 Monate, 24 Monate. Die Welt ist für uns auch unsicher. Der wichtige Unterschied ist, dass wir quasi entsprechend auch der Entwicklungen auch umdisponieren können. Und das ist, wie gesagt, auch eine wichtige Botschaft, dass wir als aktiver Manager da natürlich auch aktiv sind. Ja, bei Veränderung des Umfelds und der Lage gibt es bei uns natürlich dann auch entsprechend Anpassungen. Momentan die letzte Frage. Wie sehen Sie die Entwicklung von der Gesundheitsbranche, zum Beispiel Siemens Healthineers? Ja. Nee, jetzt geht's weiter. Also einzelne Aktien wollte ich hier nicht kommentieren. Die haben jetzt eine große Akquisition gemacht in Amerika. Ein hochprofitables Unternehmen, mit starken Positionen in attraktiven Endmärkten. Aber bitte sehen Sie mir nach, dass ich jetzt keine konkreten Empfehlungen abgebe. Und von daher, wie gesagt, verweisen wir auf unsere Fonds. Ja, viele spannende Themen drin. Wir sind da sehr transparent, was in den Fonds drin ist. Oder wie gesagt, über Herrn Lange Fragen an uns. Wir helfen dann im Nachhinein gerne. Ja, und Sie haben halt schon in Ihrem Vortrag über die Gesundheitsbranche im Allgemeinen berichtet und nicht über das ist eine Zukunftsbranche. Über wir werden immer älter. Das ist auch so. Ich habe gerade eine Statistik gesehen, Union Investment, wir haben über 3000 Mitarbeiter. In 5 Jahren verlieren wir 3% der Mitarbeiter aus Altersgründen. Ja, also Sie sehen, dass da auch insgesamt ist ein Spiegelbild der Entwicklung insgesamt, der sich verändernden Demografie. Und da wird die Gesundheitsbranche
auch davon profitieren. Mhm. Bald ist Präsidentschaftswahl in den USA. Ja. Welcher Präsident hat welche Vorteile und Nachteile für die Aktienmärkte? Ich kenne eine Präsentation von der Union, wo genau dieses Thema beleuchtet ist. Man findet es im Netz. Wir haben ein tolles Team, ja, was genau diese Frage schon adressiert. Welches Programm hat Herr Trump? Welches Programm hat Herr Biden? Beide Programme haben eins gemeinsam, dass man hier auch nach vorne nicht kleckern möchte, sondern klotzen möchte, dass weiter investiert werden soll in Infrastruktur, in soziale Sicherungssysteme, hier beim Herrn Biden zum Beispiel. Und von daher denken wir, dass insgesamt der Aktienmarkt unterstützt sein sollte, unabhängig vom Wahlausgang. Es wird dann aber große Unterschiede innerhalb des Aktienmarktes geben. Herr Biden setzt stärker auf grüne Themen, auf nachhaltige Themen. Ja, Herr Trump setzt stärker noch auf die fossilen Brennstoffe, ja, auf die Energiebranche in den USA. Also das wird ein wichtiges Thema für uns sein, das auszusortieren. Aber insgesamt keinem Präsidenten in der nächsten Amtszeit daran gelegen, sagen wir mal, eine schwere Konjunktur- und Wirtschaftskrise auch zu begleiten. Wie hat die Union im Fall Wirecard reagiert und welche Schlüsse wurden daraus gezogen? Ja, Wirecard ist sehr unangenehm für uns gewesen. Wir haben uns auf die Testate von Ernst & Young auch bezogen. Und Ende April, als klar war mit der Sonderprüfung von KPMG, dass hier tatsächlich auch Risiken existieren, können wir sagen, dass wir in den Publikumsfonds dann tatsächlich Anfang Mai vollständig die Position abgebaut haben und letztendlich uns das Drama dann in den Folgewochen dann nur von der Seite angeschaut haben. Dann, welche Schlüsse wurden daraus gezogen? Ja, wir müssen aktiv sein, wir müssen an den Themen dranbleiben. Investieren ist immer eine Frage, auch natürlich mit Unsicherheit verbunden. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber ich denke, das ist auch ein gutes Beispiel, wie wir Ende April, Anfang Mai mit einer neuen Informationslage sehr konsequent in den Publikumsfonds die Bestände abgebaut haben, sodass wir quasi, Sie können wie gesagt da unsere Presseerklärungen auch nachgoogeln, sodass wir dann, als dann im Juni, Juli die Aktie dann sehr stark gefallen ist auf Null und die Insolvenz beantragt wurde, dass wir uns das nur noch aus der Zuschauerperspektive angeschaut haben. Hat uns denn in dem Fall nicht mehr betroffen. Mhm. Sehen Sie aufgrund der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wesentliche Risiken bei kleineren börsennotierten Unternehmen durch Forderungsausfälle etc.? Wahrscheinlich ja, jeder, Small der, Caps, Mid Caps. Jeder, der ich sag mal, Kreditrisiken hat, ja, dem muss man besonders mit Vorsicht auch momentan gegenübertreten. Und von daher, ja, also heißt nicht, jedes Kleinunternehmen hat Probleme. Es kommt immer auf das Geschäftsmodell drauf an und es gibt hervorragende kleine Unternehmen, die sehr erfolgreich sind. Also von daher kann man das nicht mit klein und groß unterscheiden. Kommt letztendlich immer im Einzelfall auf das Unternehmen selber an und dafür braucht man eine gute Analyse. Mhm. Jetzt eine ganz konkrete Frage. Wo sehen Sie die Märkte zum Jahresende und erwarten Sie noch einen Einbruch? Also einen Einbruch erwarten wir nicht. Sonst ist es natürlich immer schwierig mit den konkreten Prognosen. Wir sagen quasi, dass über die nächsten Jahre, ja, mit hoher Profitabilität im Unternehmenssektor der Anleger auch positive Renditen erwirtschaften wird. Und Empfehlung ist insbesondere, wenn der Markt auch mal wieder wackelt, wenn ich sag mal auch Nachrichten kommen, die Nervosität auslösen, das muss man konsequent nutzen, um ich sag mal auch sukzessive an die Gewinnpools bei Unternehmen ranzukommen und Qualität quasi auch hinzuzunehmen ins Portfolio. Mhm. Dann, okay, Sie empfehlen deutsche Technologiewerte. Da finden sich nicht so viele im DAX. Das ist ja allerdings richtig. Ja. Ja, also Nebenwerte im Nachhinein erfolgreiche Unternehmen zu präsentieren, ist nicht schwer. Das K eben. Aber nach vorne zu schauen, ist deutlich schwerer. Und so einfach, wie Sie es schildern, Technologiewerte, dürfte es nicht sein. Nein, ist immer mit Unsicherheit verbunden. Aber es gibt ein paar klare strukturelle Trends, die wir in der Gesellschaft beobachten und wo wir die letzten Jahre darauf gesetzt haben und wo wir auch belohnt sind. Und das ist quasi die Aufgabe des aktiven Managers, hier sich auch von unsicheren Börsenzeiten nicht verunsichern zu lassen, sondern da quasi auf den Themen, ja, und auf den strukturellen Trends
letztendlich auch weiter ausgerichtet zu sein. Ja. Aber natürlich, deshalb aktives Management erfordert einen hohen Einsatz an Analyse und an Personal, ja, dem wir quasi auch vorhalten mit sehr erfahrenen Leuten. Und wichtig ist, gerade auch in schwierigen Zeiten hier nicht in Unruhe zu verfallen, sondern sich klar auf seine Analysen zurückzuziehen und dann auch gerade an schwachen Tagen gute Entscheidungen zu treffen. Also im Chat war das jetzt die letzte Frage. Per E-Mail bezieht sich auf die Aussage, dass die Kurse den Gewinnen, die Kurse die Gewinne widerspiegeln. Genau. Die konkrete Frage ist, wie erklärt sich dann die Kursentwicklung von zum Beispiel Tesla oder Delivery Hero? Ja, es gibt auch sehr wichtige Frage, ein spekulatives Element bei Aktien aktuell. Und wir würden ja die Tesla auch mit einordnen. Deshalb ist Tesla auch nicht Teil unserer Portfolios. Schade, hätte uns auch Spaß gemacht. Aber ich sag mal, die haben es geschafft tatsächlich, und da ist der Bezug zu den Gewinnen wieder da. Die haben es geschafft, letztes Jahr im dritten Quartal, dann im vierten Quartal, Q1 in diesem Jahr, erstmals Gewinne zu produzieren, positive auch Zahlungsmittel zu generieren, Cashflows, und haben letztendlich geschafft, damit die Skeptiker zu überzeugen. Was jetzt bei der Tesla-Aktie in den letzten Monaten passiert ist, da sind wir bei Ihnen. Das hat mit den Gewinntrends jetzt nichts mehr zu tun. Da sind jetzt pure Spekulationen, Hoffnungen, dass mit einer neuen Batterietechnologie man so ein Systemanbieter in der Autowirtschaft werden könnte. Aber wie gesagt, das ist Spekulation und da wollen wir nicht mitmachen. Dann, nach Ihrer Ausführung sollte man eine Investitionsreserve für die nächste Zeit vorhalten. In welchem prozentualen Rahmen halten Sie das für angebracht? Das ist wichtig, dass Sie wieder mit Herrn Lange sprechen. Ja, das ist, wie gesagt, ich kenne Ihre Lebenssituation nicht. Wenn Sie ein sehr, sehr junger Mensch sind, ist das anders, als wenn Sie in meinem Alter sind. Ich werde nächstes Jahr 50. Meine Jungs können anders investieren als ich. Aber wie gesagt, da haben wir hier bei der Volks- und Raiffeisenbank Bayern Mitte ein tolles Team. Und daher ist genau die richtige Frage. Ja, genau. Da gibt es keine pauschale Antwort. Ja. Da, letztendlich ist für jeden individuell ein Anlagemix auszuarbeiten, der ihn ruhig schlafen lässt und trotzdem das Geld währenddessen für ihn arbeitet. Ja. Die nächsten Chat-Einträge sind keine Fragen mehr, sondern fast schon zwei sehr nette Schlussworte, nämlich danke für das digitale Forum, das wird der neue Weg, und danke für die tollen Infos aus erster Hand. Ja. Dann möchte ich mich nur anschließen. Herzlichen Dank, Herr Gärtner. Sehr gerne. Wenn noch Fragen im Nachgang auftreten, Sie können sich den Livestream ab morgen, wird er live gehen, nicht live gehen, wenn man auf unserem YouTube-Kanal, genau, ja. Ja, es ist spät am Abend, ja. Auf unserem YouTube-Kanal erscheinen. Die E-Mail-Adresse veranstaltung@vr-bayernmitte.de können Sie auch nach wie vor nutzen, um Fragen einzureichen. Wir werden uns dann mit Herrn Gärtner kurz schließen und die Fragen dann auch individuell beantworten. Wir dürfen sehr herzlich für Ihre Zeit und für Ihr Interesse bedanken, vor allem für die hochinteressanten Fragen. Schönen guten Abend und auf Wiedersehen. Guten Abend, auf Wiedersehen.